Hallo Leute, hier ist euer Solius von heute zu einem neuen Video. Es ist heute ein Geburtstagsvideo, weil eine Freundin von mir hat heute Geburtstag. Sie heißt Lina und ja, sie hat mich gefragt, hey, kannst du ein Geburtstagsvideo für mich machen von Mario Kart 8? Hab ich gesagt, ja klar, kann ich gerne machen. Und ja, das mache ich dann mal. Wir fahren einfach mal den, genau so, eigentlich, machen wir mal einen 100er Cup. Und ihr Lieblingscharakter war Rosalina. Mach mal im besseren dieses Auto. Was nehmen wir denn für ein Auto? Wir nehmen einfach mal, was natürlich gut zu Rosalina natürlich passt. Wir können ja das nehmen, oder? Oder das. Oder Bären. Oder das. Wir nehmen einfach mal. Ich weiß nicht, was wir nehmen. Wir nehmen einfach mal. Nee, das passt überhaupt nicht. Ach, wir nehmen einfach Standard Cup. Kart. Mit. Ich würde sagen. Mit diesem. Nee, warte. Ach, mit diesen Reifen. Dann nehmen wir mal. Was natürlich zur Farbe natürlich passt. Das da. Und wir fahren den. Was für ein Cup können wir denn mal fahren? Ich würde sagen, wir nehmen das. Ja. Naja, wie gesagt, wie gesagt, Lina, ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Und ich hoffe, du hast heute einen schönen Geburtstag. Und für die Leute, die das Video sehen, bitte Hashtag alles Gute zum Geburtstag, Lina. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Und ja. Ich hoffe, du hast halt einen schönen Geburtstag und boah. So, fangen wir ein bisschen mit Rosalina herum. So. Oh. Noch ein bisschen ungewohnt. Hab lange nicht mehr Mario Kart 8 gezockt, deswegen ist es noch ein bisschen ungewohnt. Aber ist schon okay. Für Rosalina mache ich es gerne. Ich meinte für Lina natürlich, sorry. Wegen Rosalina, Lina, passt doch perfekt. Wow. Ja. So. Okay, hier fangen wir ein bisschen. Sicherer, so. Nein! Das war jetzt nicht so gut gedacht. So. Nee, wie gesagt, Lina, wenn du möchtest, kannst du mir ja gerne schreiben, was du zum Geburtstag bekommen hast. Und wäre halt cool. Und ich hoffe, du hast heute einen schönen Tag im Kino, wo du mir geschrieben hast. Und ja, ich hoffe, du hast auch eine schöne Torte. Und einen schönen Geburtstag. Das wünsche ich mir echt viel, viel sehr, also viel, viel für dich halt. Weil du eine richtig nette Person bist. Ist immer nett, höflich, hast ein richtig tolles Herz und ich bin dir wirklich dankbar, dass wir Freunde sind und ich hoffe halt, dass unsere Freundschaft noch länger hält, weil du eine richtig gute Freundin für mich bist. Und das Geburtstagvideo habe ich halt für dich halt gemacht, weil, ja, weil du halt eine richtig tolle Freundin bist und weil du ja gerne Mario Kart 8 liebst. Am meisten Rosalina, wow. Das kam jetzt unerwartet. Nein, das will Erster sein. Lieber Erster sein, ist perfekt. Okay. Okay, schaffen wir das noch, oder? Wir können es doch schaffen, Leute. Wir können Erster werden. Und jump. Ihr seid Leute, wenn. Mir würde es wirklich echt freuen, wenn ihr halt schreibt, alles Gute zum Geburtstag, Lina, das würde mich richtig drüber freuen. Wäre nämlich echt cool von euch, wenn ihr es machen würdet, weil. Ja. Wäre halt echt cool. So, schon mal perfekt. So, nehmen wir schon mal einen Schutz, falls jemand mit einer roten Shell ankommt.
und wir haben es geschafft. Rennen. Und ich hoffe halt, dass du das Video siehst. Es wäre halt, ja, wäre halt cool, wenn du es dann halt vor Dingen siehst, was du noch heute noch machen möchtest. Wäre echt cool. Und ja, ich hoffe, dass du halt trotzdem einen schönen Geburtstag mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Und ja, wir können. Wenn du mal Lust hast, können wir gerne wieder ein bisschen mal Kart spielen, wie wir es halt schon mal gemacht haben. Würde mich richtig drüber freuen, wieder mit dir zu spielen. Hat immer Spaß gemacht. Und ja, wäre halt echt cool. Wow. Okay, Anja Pflanze, geh schön da links rum. Danke. Gut, Donkey Kong wurde erwischt. Schon mal sehr gut. So. Hier rum. Da muss ich sagen, Rosalina ist doch eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Charakter. Also, da hat Lina echt eine gute Wahl getroffen, muss ich echt sagen. Also, ich finde es cool. So, einmal hier rum. Einmal hier rum. Einmal hier. So, jetzt haben wir bei 10 Münzen. Und, naja, das Video geht ja nicht so lange, weil ich spiele halt nur einen Cup. Und, aber ich hoffe, es gefällt dir trotzdem. Und, ja. Oh, Glück gehabt. Oh, das war schon so knapp. Oh nein, jetzt lieber Spieler aktivieren sollen. So. So. Knapp, so perfekt. Nein. Super, es hat sie ja voll gebracht. Aber egal, dafür sind die Knochen trocken weg. Schon mal sehr gut. So. Wir sind immer noch aktuell Erster. Ja gut, ich wollte auch ein bisschen chillere Hubraum nehmen, weil das halt ein bisschen komplizierter sein wird dann, aber ich hab's halt, nur ist eigentlich ganz okay. So. Einmal hier rum, einmal hier hin. So. Oh, das ist ja knapp. Nein. Schon wieder. Immer kurz vor dem Ziel wäre ich immer geblitzt. Das ist schon krass. Naja. So ist es halt manchmal. Und gewonnen. Nice. Strecke 2 ist auch wieder vermischt. Ist schon mal sehr gut. So. Aber Rosalina ist echt ein starker Charakter. Sie ist richtig an der Spitze gerade. Schon mal sehr gut. Oh, Bowsers Festung. Ja, wie gesagt, Lina hat ein richtig super tolles Herz. Sie ist immer nett, sie ist immer fröhlich. Und als ich sie damals kennengelernt habe, war ich cool, sie kennenzulernen damals. Hab mich auch richtig drüber gefreut und ja, und dann haben wir uns halt später ein bisschen kennengelernt, also auf Twitch natürlich. Und ja, wir spielten ab und zu auch mal kein 8. War richtig cool zu zweit, hat Spaß gemacht immer. Und ich würde auch gerne öfter mal wieder mit dir spielen, Lina, wenn du es halt hörst, weil es macht immer Spaß mit dir. Ich bin immer fröhlich mit dir zu schreiben oder zu spielen. Also, es macht immer Spaß, würde ich sagen. Wow. Und ich hoffe, wir hatten lange Kontakt, weil. Also immer Kontakt, weil.
meine, du bist mir richtig und herz gewachsen, Lina. Also, ich bin immer froh, wenn du mir schreiben tust oder wenn ich dir schreibe, dass du mir antwortest. Wir kennen uns schon ein paar Monate, also, und ich hab's nicht bereut, also ich bin wirklich froh, dass wir uns kennengelernt haben. Damals war es ja auf Twitch und ja. So, einmal hier rum. Oh, das war knapp. So. Die letzte Runde steht an, Leute. So, nice. Oh nein. Oh, gut Glück gehabt. Ich hab schon gedacht, der trifft mich jetzt. Da schon mal weiterfahren, oder? Oh nein. Daisy ist genau hinter mir. So, schon mal sehr gut. Ja, ich wollte eigentlich da hinten werfen, aber irgendwie wird sie gerade nicht. Ich muss sagen, Lina, also Rosalina, irgendwie stimmt das irgendwie. Rosalina, Lina, es passt super zusammen. Jetzt weiß ich aber, warum Lina den Charakter genommen hat, weil sie schon ein paar Sachen gemeinsam haben. Wenn es jetzt Prinzessin ist, aber. Ja, für mich ist sie jetzt sehr wichtig. Wie eine Prinzessin sozusagen. Deswegen bin ich ihr immer dankbar, dass sie mit mir schreiben tut. Mit mir Kontakt hat. Da bin ich immer froh und dankbar. So. Zweite Runde. Und Daisy ist irgendwie unsere Konkurrentin irgendwie. Natürlich. Aber es ist kein Problem gegen uns. Nein! Okay, doch. Kein Problem. Aber wir können es doch schaffen, Leute. So, Mist vorbei. So. Ich hoffe, ich kriege sie noch. Echt cool. Aber ich glaube schon, dass ich noch bekomme. Ich bin schon Pilz. So, es sieht gut aus. Wir können ihn noch bekommen. Nice. So, und erst da immer noch. Ist echt cool. Aber ich glaube schon, dass ich noch bekomme. Ich bin schon Pilz. So, es sieht gut aus. Wir können ihn noch bekommen. Nice. So, und erst da immer noch. Und letzte Runde. So, einmal hier rum. Und einmal hier rum. Läuft schon mal sehr gut. Oh,
Okay, 15 Minuten ungefähr geht das Video, okay. Weiß schon mal Bescheid. Ja, das war gut, dass die Strecke genommen hat. Das passt perfekt zum Geburtstag für Lina. Also passt die Strecke perfekt. War schon eine gute Wahl von mir. Ja. So. Wir haben gleich das Ziel erreicht, Leute. Wow. War knapp. Und einmal hinten schleudern. Gewonnen. Nice. So, Lina, ich habe für dich sogar gewonnen, sogar Höchstpunktzahl sogar. Nice. So, wäre schon mal sehr gut. Und wir haben den Pokal. Nice. So, das ist schon mal.